Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem Cult of the Lamb Stream. Ja, wo sie erstmal alle mit anbieten. Ist so schön, dass ihr mich so sehr vergöttert. Ja, beim letzten Mal hatten wir den Piratentypen gefunden. Sunny hat mal wieder eine Aufgabe für uns. Sunny will ein Glaubensvollstrecker sein. Das lässt sich einrichten. Aber erst am nächsten Morgen, Sunny. Die schlafen gerade alle. Aber ich kann ja schon mal Essen vorbereiten. Muss ich sogar. Weil die fast am Verhungern sind. Ich glaube, ich muss sogar noch mal mehr zubereiten. Wir haben ja auch letztes Mal alles in Bereiche unterteilt. Also hier ist noch Free. Hier ist der Gartenbereich so gesehen. Ich sehe gerade durch die Nacht, dass hier was verändert werden muss. So. In dem Modus sieht man das auch ein bisschen besser. So, ich lasse sie jetzt erstmal schlafen. Wieso benutzt ihr nicht das Klo? So, bevor ihr jetzt alle anfangt zu essen. Einmal die Predigt. Da ist einer alt. Wann ist der alt geworden und wer ist das? Das interessiert mich jetzt gerade. Ritual. Ich habe 44 Knochen. Das reicht gerade so für den Glaubensverstrecker. So, was Sunny wollte. Das unterstütze ich auch. Ja, Sunny. Mögest du meinen Glauben verbreiten? Ach, meine Geldmaschine. So, wer ist jetzt hier der alte Sack? Ach so, ein Opferlamm. Ich inspiriere dich nochmal vor deinem Tod. Zwei von euch muss ich ausborgen. So, wen nehmen wir denn? Welche zwei Dullis nehmen wir mit in den Dungeon? Das klingt interessant. Nehmen wir mal mit. Könnte im Bosskämpfen eventuell praktisch sein. Dann nehmen wir dieses Opferlamm noch mit den Nahkampfangriffen. So, er hat seine Blütezeit ja schon hinter sich. Die sind gut motiviert da oben. So, dann können wir jetzt auch in den Dungeon wieder rein. Nachdem ich sicherheitshalber ein bisschen Essen hingelegt habe. So, hier müssen wir jetzt auch nochmal neu rein, ne? Ja, jetzt kommen wir nämlich hier mal endlich zum Boss. Oh, Sunny wäre eventuell besser gewesen jetzt hierfür als der Nahkämpfer, weil der Schaden verursachen kann. Hinfort, Bestie! Suche woanders Genugtuung. Du wirst die Schwelle meines Tempels nicht überschreiten. Was ist denn das für ein Scam? Klinge des Verräters. Boah, wir kriegen eine Dulli-Waffe. Und Ruf der Krone. Damit kann ich welche besessen machen. Wenn ich mal endlich wüsste, wie was besessen überhaupt ist. Bisher hatte ich das nie aktiviert. Besessen. Der da ist besessen. Was macht der jetzt? Es scheint nicht wirklich eine Auswirkung auf ihn zu haben. Also besessen ist Müll. Merke ich mir. Der fliegt gerade weg. Der macht gerade seinen Job. Der fliegt ja ab und zu weg und kommt dann mit einem roten Herz wieder.
Das scheint sogar raumübergreifend zu sein. Das ist so schön mit diesen Bomber-Dudes. Die man einfach gegen die Gegner schleudern kann. So, hier ist Laden. Ja, ich nehme es. Auf höherer Stufe ist das bestimmt praktisch. Ich nehme die Karte aufgedeckt. Oh, Fluchangriffsschaden und ein zusätzliches Herz. Ja, der Fluchschaden um 1,5 erhöht, wenn ich noch einen besseren Fluch kriege. Ganz nice. Da, guck mal, der hat ein halbes Herz gebracht. Sehr aufmerksam. Ich sehe halt nur, dass Besessen irgendwo was bringt. Okay, ein Seelenherz und eine Schädelheizkette. Warte mal, ich habe eine Verwendung dafür. Ah, okay, es macht nicht mal die Steine weg. Okay, komplett useless. Also irgendwie fühlt sich das mehr wie ein Downgrade als ein Upgrade an. Was ist denn das für ein lustiger Baum? Hatten wir den schon mal? Ich hack den auf jeden Fall. Er hat sehr viel Holz gebracht. Fünf. Das hat sich ja mega gelohnt. Und den immer nach unten schlagen. Möglichst nicht in sich selber rein. Der schwarze Herz ist für diese Bombentypen echt tödlich. Das killt die instant. Na gut, jeder Treffer ist für die im One-Hit. Die sind ja nur dazu, dass sie gegen andere schleudern. Guck mal, Schwarz ist ja direkt zurückgekommen. Und kriegt ab und zu Fische. So, ein Anhänger? Oder Essen? Essensprobleme habe ich eigentlich keine. Ich würde eher hier lang gehen. Ich brauche aber auch keine Anhänger momentan. Ich gehe hier rüber und dann gehe ich links lang. Ich sehe das Fragezeichen. Ich glaube, es geht schneller, ist einfach kaputt zu schlagen. Fünf Blumenkohl und zwei Samen hat das so gegeben. Ja, es bringt sogar mehr, es einfach runter zu prügeln. Dadurch habe ich sogar mehr bekommen. So, was ist hier Vorteil, Nachteil? Achso, Truhen enthalten Nahrung statt Essen. Nahrung statt Münzen. Der Run ist ja echt überhaupt nicht gut, ne? Ich habe Ausrüstung bekommen. Macht nicht. Ach so, das ist der Vorteil vom Besessen. Jetzt habe ich was gesehen. Die können sich dann gegenseitig schaden, aber sie tun es nicht beabsichtigt. Besteht einfach nur die Möglichkeit. Ja, dann ist besessen, aber trotzdem eigentlich Müll. Oh, diese Gegner, die sind mega nett. Die schießen mir die ganzen Bomben entgegen, die ich gegen die Gegner selber nutzen kann. Das sind so nette Gegner. So, noch eine Tacho. Ja komm, dann würde das schwarze Herz mir machen, ne? Den Zauber, den will ich gerade gar nicht. Der ist Müll, genauso wie die Waffe. Also, ich habe diesmal einen echten Müllrun.
Ich bin aber nach wie vor der Typ, der ein Herzen bringen kann. Der ist praktisch auf jeden Fall. Auf höheren Stufen bringt er wahrscheinlich entweder mehr Herzen oder bringt es schneller. Das wäre auf jeden Fall nice. Vor allem bei Bosskämpfen. Okay. Warum ist das Ding losgefahren? Ach so, weil ich über diese Linie gegangen bin. Ich wollte nur dem Angriff ausweichen. Das Schöne ist, das hat den Gegner irgendwie ich wäre jetzt mal geflasht. Hä? Warum ist das Ding losgefahren? Oh, Deko und eine Tau. Nice. Am Tag ist mein Schaden höher. Schön, dass gerade Nacht ist. Und tot. Hä? Wir werden zu 3, werden zu 2, werden zu 1 und er wird zu nix. Karlemmer hatte schon immer Angst vor der roten Krone. Ja, die Angst hat ihn in einen Feigling verwandelt. An meiner Tür wird es als nächstes klopfen. Klopf, klopf, das Lamm kommt, um zu zerstören. Das Ende aller Tage, was für eine Plage. Oh, Spinnen. Die sich irgendwo hinziehen. Okay, das sind interessante Gegner. Aber auch easy. Bitte eine neue Waffe. Oh. Ich nehme den Hammer. Ich habe endlich eine gute Waffe. So, aus dem Fragezeichen. Was ist denn das für eine riesige Tarotkarte? Bonusressourcen. Wow. Da ist wieder Nahrung zu Geld. Hier ist irgendwas mit Tod und Geld. Doppelte Münzen in den Gegner hinterlassen Gift. Doch, damit kann ich leben. Wisst ihr, diese Karte, die hat mir so gut wie gar nichts gebracht. Aus dem schlichten und einfachen Grund, die Räume sind sehr geradlinig hier. Tschüss. Und ich krieg noch mal ein bisschen was an Knochen. So, über mir ist ein Waffenladen. Das habe ich schon gesehen. Exo ist an einer Krankheit gestorben. Wie ist das denn passiert? Weißt du, da ist man einmal unterwegs und direkt verrecken die. Ist sonst noch irgendwer krank? Sven ist krank? Und die wirken mürrisch. Warum ist er überhaupt krank geworden? Ein besserer Dev. Ja. Ein besserer Zauber.
Okay, ich will Level schnell abschließen. Das war wieder easy. Das nennt er ja auch wieder eine Tarotkarte kriege. Das Teil will verhindern, dass ich die schwarzen Herzen verliere. Bessere tun, das kommt spät. Aber genau dann kommt ein Truhenraum. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Aber ich beschwere mich nicht. Geld ist Geld. So, wie war das? Weg ist verbauert? Tschüss. Tschüss. So, tschüss. Ah, der Zauber, der ist so schön. Unverwundbarkeit. Ja, komm. Ist noch mal besser als das hier, was ich schon habe. Vor allen Dingen, weil ich dann richtig reinprügeln kann mit dem Hammer. Und wieder ein Tarot. Oh, schwarzer Ekor. Irgendwas war da gerade. Was ist in meinem Kult los? Ich lasse jetzt mal alles in Ruhe. Ich muss dringend zurück irgendwie. Ich beeil mich mal. Zum Henker ist in meinem Kult los. Schnell den Boss fertig machen und ab nach Hause. Bedeutender Kriecher, du wirst noch lernen, wo dein Platz ist. Du verstehst es nicht, Lamm. Hör auf meine Warnung und bleib fern. Okay, cool. Ein nicer Boss. Dem ich sehr viel Schaden reindrücke. Okay. Wenn er das Ding hinhält, dann schießt er. Er hat schon sehr wenig Leben. Kann ich ihn gerade nicht angreifen? Haben wir das Genre zum Buddeltail gewechselt?
Oh, komm mal eben kurz her. Warum auch immer ich ihn gerade nicht angreifen kann. Warum kann ich ihn gerade nicht angreifen? Alter, ich habe nichts mehr verstanden, was passiert ist. Wieso konnte ich ihn nicht mehr angreifen? So, und was zum Geier ist jetzt hier los? Sunny, erstmal einsperren, warum auch immer er jetzt aggressiv geworden ist. Schwen, direkt Bettruhe. Was zum Geier ist los? Ey, man ist nur einmal einen Moment weg. Ich kann auch kein Ritual irgendwie machen, ne? So, was wollte ich als nächstes auch besser? Nimm nicht so nah, ne? Damit ich hier auf Reise schicken kann, also mehrere Leute. Nee, das Toilettenhäuschen wollte ich aufbessern. Damit die mehr Kapazität haben. Ich hab doch gerade gesehen, da ist schon wieder einer krank. Was ist mit euch allen los? Ich verstehe nicht, was los ist. Ich kann kein Ritual machen. Ich habe gerade alles verloren. Den Glauben verlieren, lieber dann Toter ist. Was ist gerade mit Twitch-Chat? Ich hätte da gerade mal reingeguckt. Man kann da entweder mir helfen oder irgendwie was behindern. Leg dich in ein richtiges Bett. Ich kann nicht. Ich hab nichts. Das hat deren Glauben so hart erschüttert, weil hier eine Leiche rumlag. So, ich muss Sunny noch umerziehen. Du wolltest meinen Glauben verbreiten und nicht dich eben abwenden und Lügen verbreiten, Sunny. Du solltest die Ketzer vernichten und nicht dich ihnen anschließen. Und ich weiß, wie hardcore das gerade ein Star Wars Zitat war. Ist er gestorben? Ach ja, hier Anura fehlen mir auch noch zwei Formen, ne? Ach komm, die kaufe ich eben. Sehen wir das auch mal. Cool. Eine Giraffe, wenn ich richtig sehe. Und das zweite Viech kaufen wir auch direkt. Da muss ich nicht auf guten Luck hoffen. Das Ding sieht cool aus. So, dann haben wir von Anura alles, was man haben will. Kriegen wir diese fünf noch eben kurz zusammen? Danke. Die, was heißt das noch schneller heilen? Die sind doch eh schon instant dann geheilt. Da machen die dann schneller Holz. Hingabe brauche ich, glaube ich, demnächst nicht mehr so wirklich. Ich hole mir das Heilquartier.
So, Heilquartier 2. Es kann auch nur einmal gebaut werden. Wir werden diese Holzdinger gebraucht und Gold. Ich muss also so oder so mal eben zocken gehen. War da irgendwas? Eine Anima-Form, eine Ratte. War hier zwischen dem Holz versteckt. So, wir gehen direkt aufs Ganze. Ich muss versuchen, ein bisschen Geld zu holen eben. Bei Astagaloi geht das wenigstens ganz gut. Noch meine drei. Schau, meine dreien. Hallo, zwei. Aber mit meiner sechs nehme ich ihm seine. Nur zwei. Nochmal nur zwei. Der will aber auch keine Punkte haben, ne? Junge, wie viele Zweien soll ich noch kriegen? Hauptsache, er nimmt mir die nicht auf der anderen Seite. Das wäre schlimmer gewesen. Genau das ist passiert, natürlich. Darf nicht zulassen, dass er abschließt. Er kann doch nicht mit so einer Belushi-Leistung gewinnen. Die 6 nehme ich dir. Das sind zu viele Punkte, die kann ich dir nicht lassen. Ja, komm. Die niedrigen Zahlen, die darfst du mir ruhig nehmen. Aber nicht in so übertriebenem Maße. Ich pack da die 6 hin. So, die 5 nehme ich dir. So, und damit müsste ich eigentlich gewonnen haben. Ja, zumindest schon mal 20. Würde das gerne auf 100 eben kurz pushen. So, Opferlamm ist gestorben. Darauf habe ich ja nur gewartet. Ich gewinne Fleisch aus ihm. So, dich ziehen wir jetzt erstmal wieder zum richtigen Anhänger um. Jetzt darfst du freikommen, Sunny. Ich bin auch der Einzige, der jetzt gerade hier nachts überwacht ist, ne? Oh, die gehen direkt kacken. Ich will keinen einsperren, ich will mit Sunny reden. So, endlich. Dem fehlt auch gar nicht mehr so viel. Weil er mir beim Boss auf jeden Fall nützlich sein könnte. So, habe ich irgendwen, der gut im im Fernkampf ist. So, und Yannick kommt mit. Der ist Stufe 10.
So, was will ich mir denn überhaupt holen? Ja, ich verbessere mal den Missionaren. Kann ich mehr Leute losschicken? Ja, komm, eine Anhängerziehung mal. Dann sieht man sie auch mal. So, guck mal, jetzt bin ich auch hier drin. Wollte das nur mal gezeigt haben, wie das aussieht. Ach komm, einfach damit es von der Liste ist. Der dritte Missionar braucht wahrscheinlich auch wieder so ein Material, was ich gar nicht habe. Ich gehe jetzt einfach je nach der Reihenfolge. So, ich helfe eben kurz mit. Kann ich nämlich noch einen zweiten losschicken. Und zwar unseren Erkunder. Ah, die können auch mehr mitbringen jetzt. Bärensträucher, Anhänger. Oh ja, bringt mir Knochen mit, bitte. Knochen hätte ich lieben gern. Tarotkarte? Nee, Fragezeichen, Fragezeichen, fände ich interessant. Guck mal, auch hier gleich eine Tarotkarte. Flüche verbrauchen weniger Eifer, das kann nützlich sein, wenn man einen guten Fluch hat. Was bist du denn? Als ob ich hier einfach einen Miniboss vor die Nase kriege. Als ob. Hättet ihr mir nicht lieber Seelenherzen hinschmeißen können? Das ist gerade ein Mega-Scam. Und der Wächter ist ganz praktisch hierfür, weil ich mich ja kurzzeitig unbesiegbar machen kann. Reinprügeln. Okay, hier kenne ich es ja. Und jetzt schießt er noch zweimal so. Oh, besiegt. Platz, du dummes Etwas. Oh, ich bin so verprügelt, ey. Aber wir haben es geschafft. Das ist eine coole Form. Und natürlich eine Kalamar-Trophäe. Oh, endlich können wir einen Erfolg verbuchen. Jetzt fehlt nur noch einer dieser Priester, ne? Puh.
Ah, der schon wieder. Alamar war schon immer ein Feigling. Dieses Land wird fortan ein besserer Ort sein. Ist da dieser erbärmliche, unterwürfige Kadaver nichts weiter als ein Haufen verwesenden Fleisches ist. Bald werde ich frei sein und die Welt nach meinem Bilde neu formen. Alle werden sich zum Kult bekennen und alle werden sich meinem Namen unterwerfen. Das Leiden wird sich in einen Triumph kehren und was einem zugrunde ging, soll fortan Beute machen. So, jetzt kann ich da das dritte Auge des Zeugen holen. Ja, die beiden sind müde. Das ist klar. Weißt du, Yannick freut sich und verzieht sich. Leg dich schlafen, Sunny. Vorher. Genau. Genau das. Ohne das kann ich nicht schlafen. Es sind zwei Leute, die geopfert werden müssten. Weil die kurz vorm Ende stehen. So, ich kann mir eine weitere Kronenfähigkeit holen. Ich kann eine Malte zu mir nehmen für ein weiteres Seelenherz. Oder ich kann einen Anhänger opfern und mich wiederbeleben. Ja, ich habe mittlerweile so viel Opferanhänger. Das hier ist halt mehr wert als das hier. Und ich habe so viele, die ich einfach nur zum Opfern da habe. Die Frage ist, ob ich mir den aussuchen kann, den ich opfer. Was ist denn die neue Kronenfertigkeit freigeschaltet? Der Tod ist nicht mehr das Ende. Stirbst auf einem Kreuzzug, kannst wieder wegkehren und den Durchlauf vorsetzen. Indem du einen Anhänger opferst. So, das sind zwei, die wollen auch geopfert werden. So. Er hier, der liebt mich nicht, also darf er in den Himmel fahren. Nee, warte, eigentlich müsste er den anderen Tod kriegen. Obwohl, ich finde, das ist grausamer. So. Ich kann noch zwei weitere danach, glaube ich, machen. So, der andere Alte muss auch noch geopfert werden. Bevor ich ihn opfere, mache ich aber noch das andere. Weil ich den einmal booste. So, da wollte noch eine heiraten. Und zwar Akaya mich. Tja, komm, Akaya. Jetzt sind wir verheiratet. Jetzt darf Sunny eifersüchtig sein. So, als nächstes das Schreinflammenpaket. Der Frogo ist noch ready. Und dann wird Opfero geopfert. Dafür ist er ja da. Akaya ist schwer krank. Wir können gleich mal gucken, was jetzt die Verbesserung ist. Von dem einen Teil. Ich sehe übrigens, dass das Programm abgeschmiert ist, aber ich starte es jetzt nicht neu, weil ich gleich eh aufhöre. Ich weiß nicht, wie lange das abgeschmiert ist. Ich merke das immer nur dann, wenn ich auf die Kamera gucke und da sehe, dass die abgeschaltet hat. Ich könnte in der Theorie noch ein Ritual machen. Na komm, ein Glaubensverstecker. Sunny. Der ist zwar todmüde, aber du bist mein Glaubensvollstrecker. So. Ja, wo ist denn jetzt diese komische Schreinflamme?
das nur eine Aufwertung für diesen Tabernakel? Oder was soll das sein? Da ist dann so eine Flamme davor und die boostet das. Kann ich in der Theorie mehr hier farmen? Albanta ist kurz vom Level Up. Guck kurz noch, ob sonst noch irgendwer kurz vom Level Up ist. Extreme und Kai sind noch kurz vom Rang Up. Ich glaube, es ist einfach nur billiger geworden. Dann würde ich sagen, speichern wir hier jetzt. Gehen ins Hauptmenü zurück. Wie gesagt, der Avatar hat sich ja eh schon gerade eben verabschiedet und macht dann hier jetzt auch für heute erstmal Feierabend. War ganz interessant. Ich habe für YouTube höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel rausgeschnitten, weil es kaum Fortschritt gab in dem heutigen Stream. Naja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr von YouTube.